Herzlich willkommen bei den Gebrüder Games zu einem lang ersehnten Video. Viele Leute haben mich angeschrieben oder schreiben es im Live-Chat oder fragen mich, wie mache ich denn, wenn ich über die PS4 Livestreame, denn haben wir jetzt in das Video. Wie machst du das, Chris? Kannst du mir das mal erklären? Kannst du mal ein Video drum machen? Viele Leute haben es geschrieben. Ich meinte immer, ja, ich habe es dann immer erklärt im Live-Chat und drin geschrieben, versucht irgendwie zu erklären, aber so richtig hat es keiner irgendwie verstanden. Deswegen werde ich das jetzt euch einfach mal präsentieren und zeigen, wie das geht für alle Leute, die vielleicht nicht so viele Abonnenten haben und ein bisschen kleiner sind. Und das auf jeden Fall machen wollen, empfehle ich euch. Ihr braucht einen Laptop natürlich, das wäre die ultimative Sache. Oder ihr könnt natürlich auch ein sehr gutes Handy haben. Darüber müsst ihr das auch hin. Da müsst ihr auch die Einstellungen, die ich euch gleich zeige, auch sehen. Ich hier habe jetzt auf dem Desktop nur eine Thumbnail, was wir gleich benutzen werden. Was wir auch gleich nochmal jetzt in den Live-Chat sozusagen oder im Livestream reinpacken werden. Und zwar, wenn wir einfach einen ganz normalen Livestream starten über die PlayStation 4, Rainbow Six Siege. Ich habe es jetzt hier schon drüben an und starte jetzt hier einfach einen Livestream über YouTube ganz normal. Man kennt ihn. Ja, man sieht ihr das. Hier ist jetzt eine Facekamera und da ist jetzt eine Facecam. Und wir schalten jetzt gleich rüber zu der PS4-Version. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier im Livestream. Ganz normal, für alle Leute, die jetzt den Livestream sehen, ich mache jetzt heute ein Video, wo ich zeige, wie man die Thumbnail sozusagen in das Video oder in den Livestream packt, weil viele Leute mich da mal gefragt haben, wenn ich über die PlayStation 4 Livestream, wie mache ich das? So, da ich noch keine Elgato habe und auch noch über die PS4 Livestream muss, aber die Bilder halt haben möchte, gibt es halt nur eine Variante und die zeige ich euch jetzt. Jetzt sind wir wieder hier drüben und ich zeige euch, dass wir jetzt hier einfach refreshen, ganz normal. Und dann seht ihr hier den Livestream von mir. Ich bin ja selber jetzt eingeloggt als ich, jetzt dauert es halt ein bisschen, weil ich natürlich gerade Livestreame. Wir haben sogar schon einen Zuschauer da draußen, der uns gerade zuschaut. Beats Berlin, hi, herzlich willkommen zum Livestream. Wir machen nur ein kurzes Video, um den Leuten zu zeigen, wie man sozusagen Thumbnail jetzt in die Livestreams packt. Und da seht ihr mich gerade jetzt von der Seite. Und da jetzt hier einfach auf Info und Einstellungen, hier ist der Live-Control Room und die Live-Veranstaltung kann man auch aufklicken. Aber für die Thumbnails solltet ihr hier aufklicken und dann seht ihr halt hier die ganzen Beschreibungen, die ganzen Links sozusagen von mir. Hier seht ihr die Monetarisierung, erweiterte Einstellungen. Da könnt ihr alles Mögliche noch einstellen, Kategorie Gaming. Und hier oben, ganz wichtig, Aufnahmeeinstellungen, Infokarten und Live-Control Room. Und da klickt ihr einfach auf Aufnahmeeinstellungen und klickt dann hier einfach auf Durchsuchen. Ja? Und wenn ihr hier auf Durchsuchen klickt, dann schickt ihr euch zu neuen Videos. Zack, hier, dann geht ihr einfach auf den Desktop. Zack, Thumbnails. Dann lädt ihr das hoch. Und damit hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. So. Und die speichert. Und damit ist der Thumbnail drin. So, liebe Leute im Live-Chat. Das war jetzt erstmal von den Bruder Games. Ich wollte einfach nur kurz live streamen, um euch da draußen zu zeigen, wie man die Thumbnails reinmacht. Wie ich bei Rainbow Six Siege zum Beispiel die ganzen Thumbnails und die Bilder reinhaue. Weil viele Leute haben mich gefragt oder im Live-Chat gerade eben geschrieben. Und ich meinte, dass ich eh jetzt nach dem Video sozusagen zeige, wie ich das mache. Und wie du am besten anstellen kann. Und ich würde auf jeden Fall noch nachher weiter livestreamen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ihr seht es ja auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall fürs Liken und Abonnieren und jetzt schon wieder dabei sein. Und falls euch das Video gefallen hat, weil ich jetzt auch mal gleich auf YouTube hochladen werde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Würde mich freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr keinen Livestream verpasst, falls ihr Rainbow Six Siege mitspielen wollt. Und ja, für eure Unterstützung bin ich natürlich dankbar. Das war von den Bruder Games. Peace out.